In der Grünfutterernte zählen Erfahrung und Schlagkraft. Der Technik kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Krone wird zur Agritechnica 2023 verschiedene Neuheiten rund ums Mähen, Schwaden, Bergen sowie zur Grünfutterlogistik vorstellen. Wir hatten Gelegenheit, die neue Technik im Einsatz zu sehen. Starten wir mit der Mähtechnik. Hier wird Krone mit den neuen Butterfly-Mähkombinationen EasyCut B880 und B1050 zur Agritechnica zwei neue Mähwerke vorstellen. Beide Aggregate verfügen serienmäßig über Aufbereiter und können optional mit Querförderaggregaten ausgestattet werden. Das EasyCut B880 kann darüber hinaus mit einem Rollenaufbereiter ausgestattet werden. Eine Technologie, die sich speziell für blattreiches Futter wie Luzerne oder Klee anbietet. Die beiden neuen Mähkombinationen sind auf das 4 Meter Frontmähwerkprogramm von Krone abgestimmt. Mit diesem kombiniert erreicht das Topmodell B1050CV eine maximale Arbeitsbreite von 10,45 Meter. Alternativ dazu ist auch die aus dem Krone Big M bekannte Querförderschnecke erhältlich. Die Schnecken des Big Swass System sorgen nach Angaben des Herstellers auch bei großen Futtermengen für einen verlustfreien und schonenden Gutfluss. Durch Öffnen der Haube hinter der Schnecke lässt sich das Mähgut breit, teilbreit oder im Schwatt ablegen. Muss das Grünfutter geschwadet werden, hat Krone mit dem Swadro TC2000 bereits einen Großflächenschwader im Programm, der mit 6 Kreiseln für höchste Flächenleistungen sorgt. Mit dem neuen Swadro TC1570 hat Krone jetzt nachgelegt und schließt damit die Lücke zwischen dem TC2000 und dem TC1370. Der neue Vierkreiselschwader verfügt wie der TC2000 über ein V-Rahmenkonzept, mit dem flexible Arbeitsbreiten bis 15,70 Meter darstellbar sind. Gleich einige Neuheiten gibt es im Bereich der Futterbergung sowie der Grünfutterlogistik. So sind die Doppelzweckladewagen der Baureihen RX und ZX mit einem neuen Schneidaggregat ausgestattet worden. Das neue Schneidwerk ist als Optigras 28 und Optigras 37 erhältlich. Das mit 40 Messern ausgestattete Optigras 37 erreicht eine theoretische Schnittlänge von 37 mm. Das Optigras 28 erzielt mit 54 Messern eine theoretische Schnittlänge von 28 mm. Das mit Blick auf die logistische Schlagkraft größte Optimierungspotenzial im Grünfuttertransport bietet der neue Schubbodenauflieger KX der Krone-Tochter Knaben. Die speziell für die Anforderungen in der Landwirtschaft konzipierte KX-Baureihe steht in zwei Größen zur Verfügung. Der KX 650 besitzt ein Ladevolumen von 65 Kubikmetern. Der KX 770 kommt auf 77 Kubikmeter. In der Gras- oder Maisernte werden die Trailer vom Feldhäcksler beladen. Zum Entladen muss lediglich die hydraulische Heckklappe per Fernbedienung geöffnet werden. Anschließend wird mit Hilfe des Schubbodens die Ladung in rund 3,5 Minuten komplett entladen. Für den Feldeinsatz lassen sich die Trailer mit Agrarbereifungen ausstatten. Präsentieren wird Krone diese und weitere Neuheiten auf der Agritechnica in Halle 27, Stand F22.